Heute ist jetzt der nächste Fisch in mein großes Meerwasseraquarium eingezogen. Und tatsächlich hatte ich den Fisch gar nicht so sehr auf dem Plan. Das war zwar schon immer ein Tier, was ich super spannend fand, weil super hübsch und außergewöhnlich. Aber ich hatte irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, dass ich den in meinem Becken vernünftig halten kann. Kann ich aber. Und warum und weshalb und was ihr dazu beachten müsst, das erzähle ich euch natürlich hier heute in diesem Video. Wir stellen also mal wieder einen neuen Fisch vor. Und zwar geht es heute um den Mandarinleierfisch. Syncyropus splendidus oder eben Mandarinleierfisch oder kurz und einfach nur Mandarinfisch gehört zur Familie der Leierfische, wie der Name es natürlich schon sagt. Vielleicht muss man an dieser Stelle ganz kurz einmal einschieben, was sind eigentlich Leierfische? Leierfische sind nahezu ausschließlich bodenbewohnende Fische. Die schwimmen also nicht so richtig. Sie können zwar schwimmen, aber machen es nicht so richtig, sondern bewegen sich eher so laufend oder gleitend über dem Bodengrund tatsächlich. Und sie besitzen keine Schuppen, sondern tatsächlich eine sehr feste, glatte Haut. Die Erstbeschreibung vom Syncyropus splendidus gab es 1997 und die Fische leben hauptsächlich in Riffen und Lagunen in 1 bis 18 Metern Tiefe, also relativ Flachwassergebiete, wo die Fische unterwegs sind, im Westpazifik bis an die Grenze Australiens. Das ist also das natürliche Verbreitungsgebiet. Die Tiere sind, und das finde ich immer sehr schön, wenn man sowas findet, nicht auf der roten Liste. Und die letzte Überprüfung war 2018. Und da war es also immer noch so, dass die Tiere keinen Eintrag auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten bekommen haben. Das heißt, sie haben dort die Kategorien LC, das heißt Least Concern. Mit dem Wildbestand ist halt alles in Ordnung bei den Tieren. Später kommen wir aber nochmal auf das Thema zu sprechen, weil das sollte natürlich nicht bedeuten, dass ihr deshalb nur Wildfänger einsetzen solltet. Wobei halt konkret bei diesem Tier das Ding mit den Nachzuchten preislich ein sehr spezielles ist. Trotzdem möchte ich euch an dieser Stelle nochmal jetzt schon empfehlen, kauft Nachzuchten von den Tieren. Denn wir wollen natürlich auch, dass sie in Zukunft nicht auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten landen. So, jetzt aber erstmal zu den Eigenschaften der Tiere. Was sind das überhaupt für Fische, die wir vor uns haben? Also, Syncyropus splendidus, der Mandarinleierfisch. Die Fische sind deshalb so beliebt in der Meerwasseraquaristik, weil sie halt einfach krass farbenfroh sind. Also es gibt, glaube ich, wenig Fische, die so bunt und so auffällig daherkommen wie der Mandarinleierfisch. Und der hat halt erstmal eine Grundfarbe, die so bei Blau-Türkis anfängt und über Rot-, Braun-, Gelbtöne rübergeht, manchmal sogar Grüntöne. Also es ist wirklich alles vertreten. Und nicht umsonst gibt es halt eine etwas andere Variante des Syncyropus splendidus. Das ist ja nicht der Splendidus, sondern ein anderer. Und der hat dann den Beinamen LSD-Leierfisch bekommen. Also da sieht man schon, wo die Reise hingeht, was so die Optik dieser Tiere angeht. Wenn man das Tier von oben betrachtet, dann fällt vor allem immer der dreieckige Kopf und das zugespitzte Maul auf. Dazu kommen dann auch noch sehr auffällig große und kräftige Brustflossen. Das liegt daran, dass sie diese Brustflossen weniger zum Schwimmen benutzen, als mehr als Beinersatz. Also die benutzen die Brustflossen halt zum Abstützen, wenn sie auf dem Bodengrund stehen. So wie alle Leierfische, das habe ich ja gerade schon einmal gesagt, haben sie keine Schuppen, sondern eine feste, glatte Haut. Beim Mandarinleierfisch ist diese Haut mit einer Schleimschicht überzogen, die einerseits ein natürlicher Schutz vor Parasiten und Krankheiten ist. Und das macht diese Tiere tatsächlich sehr robust und sehr wenig krankheitsanfällig, auch im Aquarium. Das ist schon mal ein Vorteil. Gleichzeitig ist die Haut ein Fressschutz, weil nämlich dieser Schleim sehr krass stinkt, wenn die Tiere an die Luft kommen und sehr schlecht schmeckt offensichtlich und deshalb sich durchgesetzt hat, dass diese Tiere nicht gefressen werden sollten. Er ist tatsächlich nicht giftig oder tödlich, aber es ist einfach trotzdem ein Fressschutz, der so vorhanden ist und das ist auch mit einer der Gründe, warum die Tiere halt keinerlei Tarnung anstreben. Deshalb können sie sich leisten, so auszusehen, wie sie aussehen. Typischerweise werden die Männchen so 8 bis 10 cm groß, die Weibchen sind etwas kleiner und auch etwas schmaler. Männchen werden so ein bisschen bulliger, fülliger tatsächlich. Männchen haben auch eine deutlich verlängerte ersten Rückenflossenstrahl. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Schwert tatsächlich, sehr, sehr markant. Also kann man sofort erkennen, ob man da ein Männchen oder ein Weibchen vor sich hat. Und Männchen sind auch im Riff deutlich exponierter. Sie sind also mehr draußen unterwegs und mehr präsent und das bedeutet tatsächlich, dass bei Wildfängen von Mandarinleierfischen immer ein sehr massiver Männchenüberschuss vorhanden ist und deshalb auch Männchen im Verkauf, im Handel deutlich häufiger anzutreffen sind als Weibchen. Charakterlich kann man, glaube ich, sehr klar sagen, das sind sehr ruhige Fische, relativ langsame Fische, die einfach permanent nach Futter suchen
und die Carnivore unterwegs sind und tatsächlich räuberisch unterwegs sind. Also im ersten Moment sind das Sachen, die eventuell nicht so zusammenpassen, wenn man sie hört. So, ja, Fleischfresser, räuberisch, sehr langsam, sehr ruhig. Aber wenn man die Tiere mal gesehen hat, dann weiß man, was man da vor sich hat. Weil durch die zugespitzten Maul, man kann das mal sehr gut sehen, picken die ganze Zeit nach Futter, nach so Kleinstlebewesen. Und es ist natürlich auch eine Art von räuberisch, also Räubertum. Aber dabei sind die Radwege sehr entspannt, sehr ruhig, machen eigentlich keine schnellen Bewegungen, sind deshalb eigentlich auch ganz gute Motive hier für mich als Videocreator, weil man kann sie wirklich gut filmen, wenn sie denn dann mal sichtbar wären. Weil dadurch, dass sie halt sich so mehr oder weniger laufend und gleitend über das Riff bewegen und die ganze Zeit nach Kleinstlebewesen suchen, gehen die halt in jede Lücke rein, in jede Spalte rein, hinter jede Koralle und sind eigentlich die meiste Zeit irgendwie versteckt im Riff tatsächlich. Eine letzte Sache noch zur Zucht. Zucht ist möglich und tatsächlich, wenn man ein Pärchen im Aquarium hält, dann kann man sogar diesen Balztanz beobachten, der wirklich sehr, sehr hübsch anzusehen ist. Und ich habe konkret zu diesem Balztanz mal ein anderes YouTube-Video unten in der Videobeschreibung verlinkt, dort, wo du auch meine ganzen anderen Quellen und weiterführenden Informationen zu diesem Video wieder finden kannst, was diesen Balztanz in freier Wildbahn zeigt und da nämlich auch sehr schön zeigt, wie die Vermehrung dieser Tiere vonstatten geht. Das sind nämlich Freilaicher, die keinerlei Brutpflege betreiben. Das heißt, Eier und Spermien werden einfach ins freie Wasser abgegeben. Und dort werden sie dann befruchtet und da muss man hoffen, dass ein bisschen Wasser daraus wird. Und interessanterweise, die Tiere selber, ich habe es ja jetzt häufig genug gesagt, leben die ganze Zeit am Boden und schwimmen nicht wirklich, sondern laufen einfach über den Boden und über den Riffaufbau. Die Larven bzw. die befruchteten Eier sind aber die ersten paar Tage pelagisch. Das bedeutet im Freiwasser, in der oberen Wasserschicht, dort wo das ganze Plankton unterwegs ist, und sinken erst nach ein paar Tagen bis Wochen dann wirklich auf den Boden. Und dort übernehmen die Tiere dann ihre dann typische Lebensweise. Und in einem Artenaquarium ist eben auch Nachzucht eigentlich recht gut möglich. Bei der Nachzucht ist halt das Problem, dass sie sehr lange dauert, weil diese Larvenstadien sehr langwierig sind. Also das ist ein Fisch, bei dem dauert es viele, viele Monate bis Jahre, bis er verkaufsfertig ist. Und das ist natürlich gleichzeitig auch ein Preistreiber, wo wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Denn jetzt geht es dann erstmal an die Haltungsbedingungen. Und hier muss ich ganz vorweg, bevor wir überhaupt jetzt an dieser Stelle weitermachen und bevor du dich überhaupt für dieses Tier entscheiden möchtest, zwei essentielle Punkte, die mir sehr wichtig sind hier zu betonen. Erstens, das ist kein Anfängertier. Wirklich nicht. Warum? Kommen wir gleich zu. Aber ganz wichtig, kein Anfängertier. Zweiter Punkt, das ist kein Tier für den Erstbesatz eines Aquariums. Wenn du also dein Aquarium erst neu gestartet hast und jetzt überlegst, hey, welche Fische sollen denn da einziehen, einen Mandarinenfisch zieht da bitte nicht ein. Der zieht erst deutlich später ein. Auch warum deshalb, kommen wir gleich auch zu. Erstmal, wie sieht es denn aus mit den Haltungsbedingungen? Also, Aquarium, das, was man so liest und woraus ich immer jetzt so eine Art Mittelwert bilde, das ist also die Aquariumgröße zwischen 150 und 350 Litern. Jetzt habe ich ja schon gesagt, die schwimmen nicht wirklich, die laufen so ein bisschen auf dem Riffaufbau rum, suchen die ganze Zeit nach Fressbarem, brauchen also auch nicht wirklich Schwimmraum. Ein Tier wird 8 bis 10 cm groß. Da jetzt Richtung 350 Liter gehen, ist schon eigentlich sehr groß dimensioniert. Warum? Es geht nicht darum, dass die Tiere den Schwimmraum brauchen, sondern es geht darum, dass ein Aquarium eine große Grundfläche besitzt, die mit vielen Kleinstlebewesen besiedelt werden kann im Laufe der Zeit, nach einer gewissen Standzeit eines Aquariums, die dann nämlich als natürliche Ernährung dienen. Weil Ernährung ist das allergrößte Problem dieser Tiere. Und auch da kommen wir gleich noch drauf zu. Aber deshalb, diese Aquariengröße hat nichts damit zu tun, dass das Tier diese Größe bräuchte, um sich ausleben zu können. Das tun sie nicht. Die sind wirklich ziemlich lahm unterwegs und laufen halt so ein bisschen auf dem Riffaufbau rum. Die brauchen kein 350 Liter Becken, um sich entfalten zu können. Aber sie profitieren sehr von einem 350 Liter Becken, weil da einfach dann viel Platz ist für Kleinstlebewesen, für eine Mikrofauna, für eine Begleitfauna, sich zu entwickeln, die dann nämlich Nahrungsgrundlage für die Tiere selbst ist. Temperaturbereich 24 bis 27 Grad, das passt sich also gut in das ein, was wir ohnehin für die meisten anderen Tiere und die meisten anderen Korallen auch ohnehin schon haben. Nicht zu starke Strömung und ein paar Höhlen als Versteckmöglichkeiten wären noch geil. Das ist so die Grundhaltungsbedingungen, die man da haben kann. So, dann Einzel- oder Paarhaltung. Also Paarhaltung, klar. Einzelhaltung auch kein Problem. Ich habe jetzt hier ein einzelnes Männchen, was ich in mein Aquarium eingesetzt habe. Ganz wichtig, nicht mehrere Männchen zusammensetzen. Die bekämpfen sich bis zum Tod.
Auch im Aquarium recht robuster Fisch, sehr wenig krankheitsanfällig, habe ich gerade auch schon gesagt. Bei Nachzuchten ist das tatsächlich nochmal deutlich besser ausgeprägt als bei Wildfängen. Dadurch, dass der Wildfang natürlich aus einer doch schon sehr anderen Umgebung kommt, ist es da ganz generell so, dass Wildfänge häufig etwas krankheitsanfälliger sind als Aquarium-Nachzuchten. Und das macht sich hier eben auch bemerkbar. So, jetzt einmal die Geschichte mit dem Preis bei Nachzuchten, warum es da so einen großen Unterschied gibt. Also, im Handel gibt es erstmal, ich habe es gerade schon gesagt, deutlich mehr Männchen als Weibchen, weil die natürlich bei Wildfängen deutlich häufiger rausgeholt werden. Auch wenn diese Tiere bisher nicht gefährdet sind und nicht auf der roten Liste stehen, kann ich euch echt nur dazu anhalten, hier an dieser Stelle Nachzuchten zu unterstützen. Denn wie gesagt, wir wollen natürlich auch nicht, dass die Tiere in Zukunft auf der roten Liste landen. Und man muss halt auch sagen, Mandarinleierfische gehören mit zu den beliebtesten Meerwasserfischen, die wir in der Aquaristik so kennen, quasi direkt hinter den Clownsfischen. Und vielleicht noch ein paar Doktorfischen oder so. Aber durch diese Farbenfröhlichkeit und dieses süße Verhalten, die erinnern auch so ein bisschen an Kugelfische, so vom Verhalten her, das ist wirklich ein extrem beliebter Fisch. Und da, finde ich, sollte man dann gerade darauf achten, dass man da Wildfänge nicht großartig noch unterstützt, sondern da wirklich auf Nachzuchten zurückgreift. Jetzt das große Aber. Nachzuchten sind, weil diese Larvenstadien so langwierig sind und so blöde in der Aufzucht, weil man muss sie dann immer mit verschiedenem Futter füttern unter verschiedenen Bedingungen. Es dauert sehr lange. Deshalb sind Nachzuchten sehr viel teurer als Wildfänge. Und das ist natürlich ganz generell ein Problem der nachhaltigen Meerwasseraquaristik, dass einfach Nachzuchten fast immer durch den Faktor Zeit sehr viel teurer werden als Wildfänge. Und deshalb habe ich euch auch hier mal das Beispiel genannt, um das auch mal klar zu machen. Das lohnt sich auch nicht, das zu verheimlichen. Das ist ja Quatsch. Ein Wildfang kostet im Laden zwischen 25 und 40 Euro. Je nach Tier, je nach Größe. Eine Nachzucht kostet im Laden zwischen 120 und 180 Euro. Je nach Tier, je nach Größe. Das heißt, wir haben hier einen Faktor 4. Nachzuchten sind 4-mal so teuer wie Wildfänge. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ey, das ist einfach zu viel Geld. Das kann ich mir nicht leisten oder das möchte ich vielleicht auch nicht ausgeben für ein Tier, was tendenziell recht klein ist, tendenziell recht nicht sonderlich exponiert vorne an der Frontscheibe auf und ab schwimmt. Trotzdem, und das betone ich auch in allen meinen anderen Videos, sind meiner Meinung nach Nachzuchten gerade in der Meerwasseraquaristik ganz, ganz, ganz wichtig, weil natürlich auch die Meerwasseraquaristik durch das Thema Wildentnahmen, durch das Thema Wildfänge einen nicht allerbesten Ruf genießt. Und ich bin der Meinung und der Überzeugung, dass Meerwasseraquaristik auch komplett nachhaltig machbar ist. Und ich sehe da eigentlich auch keinen Grund drin, denn ich finde eigentlich, mein Aquarium ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel für, weil beispielsweise die Tiere alle Nachzuchten sind. Nur macht es natürlich auch trotzdem keinen Sinn zu sagen, ey, kauf Nachzuchten, kauf Nachzuchten, kauf Nachzuchten, wenn sie halt einfach 4-mal so teuer sind und man einfach dann nicht gewillt ist, das Geld dafür auszugeben. Aus welchen Gründen auch immer, das spielt ja auch keine Rolle. Da muss ich aber trotzdem einfach der Fairness halber sagen, wenn wir halt wollen, dass die natürlichen Bestände nicht gefährdet werden, auch in Zukunft nicht gefährdet werden, dann ist das der Preis, den man dafür zahlt. Und wenn natürlich der Bedarf nach Nachzuchten steigt, wenn also immer mehr Leute beim Händler auch fragen, hey, habt ihr nicht auch eine Nachzucht? Ich würde viel lieber nachhaltig bleiben und eine Nachzucht nehmen, als hier eure Wildfänge abzukaufen, nur damit ihr später wieder mehr Wildfänge importiert. Dann steigt ja auch der Bedarf nach der Zucht und das sorgt tendenziell dafür, dass natürlich dann auch Nachzuchttiere in der Zukunft günstiger werden, weil häufiger nachgezogen wird. Also diese Entwicklung muss man vielleicht auch so ein bisschen im Auge behalten. Es gibt aber noch einen entscheidenden Vorteil bei Nachzuchten und der greift jetzt in das nächste Thema über. Und zwar haben Nachzuchten eine viel höhere Chance, an Frost- oder Trockenfutter ranzugehen. Und das leitet nämlich jetzt über zum Thema Futter. Und Futter ist das allergrößte Problem bei der Haltung dieser Tiere. Und bei Wildfängen ist das nochmal ein viel, viel größeres Problem als bei Nachzuchten. Also worum geht's? Die Tiere fressen permanent. Stellt euch das vor wie eine Garnele. Ja, das ist einfach die ganze Zeit auf der Suche nach Futter und die ganze Zeit frisst dieser Fisch. Und er frisst halt Kleinstlebewesen. Mini-Krebse, Artemia, kleinste Dinger, was auch immer alles rumschwimmt. Halt Mikrofauna frisst er. Und das bedeutet, diese Mikrofauna, dieses Angebot an Futter muss halt auch permanent da sein. Und das ist der Punkt, warum wir hier sagen, das ist kein Tier, was du in ein frisch angesetztes Aquarium einsetzen solltest, weil da diese Mikrofauna schlicht noch nicht da ist. Die muss sich erst im Laufe der Zeit bilden. Die Ansage ist, idealerweise sollte dieses Tier frühestens ab 6 Monaten Standzeit eingesetzt werden. Andere Angaben sprechen da eher von 12 Monaten. Mein Aquarium ist jetzt wirklich ziemlich genau 6 Monate alt. Bedeutet natürlich, ich wäre da eher so ein bisschen am unteren Ende und deshalb muss man das ganze Thema jetzt auch noch ein bisschen differenzierter betrachten. Denn diese Mikrofauna, die wir da jetzt vorfinden, die die Fische fressen, die kann halt
als ausschließliche Ernährungsquelle reichen, wenn es ein vergleichsweise großes Becken ist für nur einen dieser Fische, der also nur diese eine Nahrung aufnimmt und es keine Nahrungskonkurrenz gibt, die ebenfalls auf diese Art und Weise ernährt werden müsste und eben entsprechend Mikrofauna ausgebildet wurde, was halt auch bedeutet, dass man beispielsweise diese Mikrofauna ja auch so ein bisschen füttern muss und auch so ein bisschen pushen muss. Und da ist mein Vorteil an dieser Stelle, dass ich jetzt bereits seit fast 2 Monaten jeden Abend, wenn das Licht aus ist, mit Phytoplankton zufüttern. Einerseits natürlich als Filtriererfutter für meine Muscheln und für die Azogorgonien, aber andererseits eben auch als Futter für die Mikrofauna. Und das ist tatsächlich faszinierend, was sich im Laufe der Zeit an Mikrofauna in diesem Aquarium alles gebildet hat und was da zur Verfügung steht und was damit natürlich auch potenzielle Nahrungsquelle für meinen Mandarinfisch jetzt hier ist. Und wie auch schon gesagt, die Tiere ernähren sich ausschließlich Carnivore. Die fressen keine Algen, die fressen keine pflanzlichen Bestandteile, ausschließlich Fleischfresser und eben räuberisch. Und das heißt, gerade Wildfänge gehen eigentlich ausschließlich auf Lebendfutter. Die nehmen nichts anderes an, weil sie nichts anderes gewohnt sind. Und das ist der Punkt bei Nachzuchten, die im Aquarium schon aufgezogen wurden. Die kann man sehr, sehr früh tatsächlich an Frostfutter und an Trockenfutter gewöhnen, dass sie das auch annehmen. Und wenn das der Fall ist, wenn du also eine Nachzucht hast, die Frost- und Trockenfutter nimmt, dann bist du auch nicht mehr so sehr darauf angewiesen, dass dein Aquarium eine krasse Mikrofauna ausgebildet hat. Und dann sind die Tiere auch in einem kleineren Aquarium haltbar und in einem jüngeren Aquarium haltbar. Wenn du dann selber vernünftig zufütterst und gewissenhaft zufütterst und dann auch darauf achtest, dass die Tiere was abbekommen, vor allem wenn du andere sehr hektische Fische im Aquarium haben solltest. Generell Vergesellschaftung ist kein Problem, das sind super friedliche Tiere, die würden nie irgendwie andere Fische angehen. Das ist nicht das Ding, die gehen nur andere Männchen ihrer eigenen Art an und da dann bis zum Tod. Das ist also, ne, die beiden Varianten hat man hier an dieser Stelle. Aber sie fressen halt sehr langsam, sie sind ja auch nicht sonderlich schnell unterwegs und da muss man gucken, wenn man sehr hektische Fische und vielleicht mehrere sehr hektische Fische im Becken hat, dass die Mandarins dann auch wirklich was abbekommen. Da kann es sich lohnen, wirklich mit so einer langen Futterpipette daher zu gehen und die wirklich gezielt anzufüttern, morgens und abends vielleicht einmal. Nur verallgemeinert an dieser Stelle, wenn du eine Nachzucht kriegst, die futterfest ist, die an Frostfutter geht, die an Trockenfutter geht, dann hast du gute Chancen, das hier auch in einem kleineren Aquarium und in einem jüngeren Aquarium zu halten. Ist das nicht der Fall und du hast einen Wildfang vor dir, sollte das Aquarium mindestens 6 Monate alt sein, besser vielleicht 12 Monate alt sein, mit einer gut ausgebildeten Mikrofauna, die man auch mal füttern muss, beispielsweise mit Plankton. Und man muss halt Lebendfutter eventuell irgendwie vorrätig haben und dabei haben, selber Artemia züchten, um den Tieren das geben zu können. Man kann auch selber versuchen, sie natürlich umzugewöhnen mit einer Futterpipette und immer mal wieder Trockenfutter oder Frostfutter denen vor die Nase sprühen. Und mit ein bisschen Glück nehmen sie es irgendwann. Das ist aber tatsächlich dann an dieser Stelle Training. Und das muss man regelmäßig machen. Ich verlinke dir jetzt unten in der Videobeschreibung nochmal 2 Quellen, wo du die Tiere beziehen kannst. Meiner hier kommt wie dieses Mal wieder von Unterwasser Freiburg. Du kriegst die Fische aber beispielsweise auch bei Corelixy. Ich habe dir jetzt auch absichtlich bei beiden Shops nur die Nachzuchten verlinkt. Bei Corelixy kriegst du sie sowieso nur. Bei Unterwasser Freiburg hättest du auch die Wahl, einen Wildfang zu nehmen. Aber ich möchte dich wirklich nochmal hier in dieser Entscheidung bestärken. Setz auf Nachzuchten in der Meerwasseraquaristik, um dieses Hobby ganz allgemein nachhaltiger und ja, so ein bisschen naturfreundlicher zu machen. Deshalb da nur Links zu den Nachzuchten.